Genau, Herr Nemo hat heute einen Sturzflug gemacht und hat sich den Fuß verletzt. Jetzt sitzt er schon im Krankenkäfig. Tja, jetzt sind wir leider heute Abend natürlich nicht mehr da. Ist ja klar. Durch die Babypause hat sie jetzt immer nur, ich glaube, Dienstags und Freitags oder Mittwochs und Freitags Sprechstunde. Da muss ich jetzt üben. Und jetzt geht's morgen zum Tierarzt. Daniel fährt mit Nemo und Butchi hin. Nemo soll ja nicht allein bleiben. Aber man sieht schon, Nemo krault sein Butchi noch und er lässt sich selber auch kraulen. So, das ist soweit alles okay. Vom Verhalten her hat er sich jetzt nicht verändert. Aber er zieht das linke Bein komplett ein. Er macht es überhaupt nicht mehr raus. Ich habe schon vorsichtig versucht, das abzutasten. Konnte aber jetzt nichts fühlen. Ich bin nun auch kein Tierarzt. Ich hoffe jetzt einfach mal nur, dass das nur eine Prellung ist, wenn wir Glück haben. Oder eine Zerrung oder Verstauchung oder so. Also Bruch hoffe ich jetzt nicht. Ich meine, er hat sowieso verkrüppelte Füße. Er kommt damit klar. Und wenn das jetzt mit dem einen Fuß vielleicht auch nicht mehr so klappt, dann ist das eben so. Aber einschläfern lassen wir ihn auf gar keinen Fall. Er verhält sich wirklich nicht anders als sonst. Nur, dass er halt das Füßchen wirklich komplett einzieht. Aber Daniel und ich haben echt erstmal einen halben Herzinfarkt gekriegt. Wie ihn hochkommt, Daniel hat ihn ganz normal hochgehoben, wie immer, und abgesetzt. Und dann auf einmal sah er, dass er nur noch das eine Bein benutzt und sich versucht, mit dem anderen Flügel abzustützen. Also ihr Lieben, alle eure Däumchen werden morgen gedrückt. Bitte krallen und Daumen drücken, dass das wieder gut wird mit kleinen Jungen. Mein Essen, also ich habe ihm die Leiter auch reingetragen, weil er ist noch ganz normal seine Leiter wie sonst auch hoch. Natürlich jetzt nur mit einem Bein dann und mit dem Schnabel hochziehen, wie er das halt immer macht. Ich denke mal natürlich, dadurch kann er das auch entlasten, das Füßchen, was jetzt noch doller weh tut. Ja, ihr zwei, ne? Ja. Ja, aber das geht nicht. Nemo muss mit seinem Butchi zum Tierarzt. Alleine geht das nicht. Nein, nein. Ne, ihr zwei, ihr habt euch so lieb. Ach, das ist eine Scheiße. Ich schwitze echt Blut und Wasser, Leute. Ich hoffe einfach, dass alles wieder gut wird. Vom Wort einschläfern will ich gar nichts hören. Das kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage, hat Daniel auch gleich gesagt. Weil er sich halt noch normal verhält. Also von daher. Aber ich hatte halt immer Angst, mit Nemo jemals zum Tierarzt zu müssen. Genauso habe ich auch Angst, jemals mit Toni zum Tierarzt zu müssen. Weil ich einfach immer denke, die Tierärzte sehen die beiden ja nicht, wie sie sich sonst normal im Schwarm verhalten und wie toll sie klarkommen. Und dass die vielleicht dann immer denken, oh Gott, verkrüppeltes Tier, Tierquälerei, besten Einschläfern. Und vielleicht auch einfach, weil sie selber nicht die Erfahrung gemacht haben. Weil Nemo ist ja wirklich ein vollwertiges Schwarmmitglied. Er hat sich total integriert und jetzt auch, dass er einen besten Partner hat. Das Herz bricht, wenn er nicht mehr ist. Na, Nemo, sagen wir nochmal Hallo zu allen, ne? Butchi sagt auch Hallo. Hallo. Na, so, dann machen wir jetzt mal.